Hallo, ich möchte mich eigentlich ganz kurz halten. Ja, das ist eigentlich eine ganz gute Zusammenfassung, dass Deutschland und besonders halt die Regierungselite in Berlin an der Kalkutta, an der Spree, also als Witz, gedacht, Shithole, Germany 2.0, selber Deutschland. Haben in ihrer kurzen Amtszeit wirklich viel Erstaunliches erreicht. Sie haben Dinge erreicht, die andere deutsche Außenminister vor ihnen nicht erreicht haben. Sie haben beispielsweise über Länder philosophiert, die hunderttausende Kilometer entfernt liegen. Das Jahr hat für sie 560 Tage. Sie haben Südafrika als Schinken der Hoffnung, Bacon of Hope, gelobt. Sie haben in finnischen Bunkeranlagen Hüpfspiele veranstaltet. Sie haben bei der Münchner Sicherheitskonferenz Wladimir Putin zu einer 360-Grad-Wende aufgefordert. Und Sie haben einfach mal so im Nebensatz Russland den Krieg erklärt. Das wäre alles irgendwie unterhaltsam. Das wäre alles irgendwie RTL 2, wenn Sie nur eine einfache Grünen-Politikerin wären. Aber das sind sie nicht. Sie sind die Außenministerin der viertgrößten Industriemacht der Welt, der Erde. Und ich muss Ihnen sagen, Deutschland hat wirklich Besseres verdient.